Ein weiteres Zubehör zum Thema Sicherheit ist hier diese Trigas-Anlage. Da drückt man einmal auf den Knopf und dann kalibriert die sich. Ist auf der einen Seite ein ganz schönes Nachtlicht und auf der anderen Seite soll es natürlich schützen, falls böse Menschen einen mit Gas betäuben wollen, bevor sie das Auto ausräumen. Was finde ich auch immer dazu gehört, auch zum Thema Sicherheit. Ich habe hier ein Spray, ein Schaum, ein Feuerlöscher aus der Dose sozusagen. Wir haben hier keine Ablage. Wir sind beide relativ groß, meine Frau und ich, und wir haben uns da ein paar Mal schon den Kopf gestoßen bei anderen Autos. Und insofern haben wir gesagt, wir lassen das hier frei. Wir sind auch nur zu zweit unterwegs und das Platzangebot hier ist wirklich reichlich, reichlich gut. Hier oben haben wir nämlich die Schränke. Hier haben wir noch eine Löschdecke. Die habe ich aber ursprünglich mal dazu gemacht, um da unter Umständen Feuer reinzumachen. Da habe ich nämlich ein paar Nieten reingemacht, da kann man sich ein Dreieck bauen und dann habe ich nachher eine Feuerstelle. Das, was ihr hier seht, ist unsere Teltonika. Der Teltonika-Router, der läuft ja über die Antenne, die ich euch oben gezeigt habe, am Dach. Es gibt aber längst noch Stabantennen. Man könnte das also auch einfach hier nur so ans Fenster machen. Wir haben es hier uns direkt die Leitung ans Dach legen lassen. Und das Schöne ist, es gibt hier zwei verschiedene Einschübe für die SIM-Karten. Das heißt, ich habe natürlich immer eine SIM-Karte hier aus Deutschland drin und hole mir dann im Ausland eine entsprechende SIM-Karte. Hier unten drunter, unter dieser Sitzbank, ist die Truma-Anlage und da ist auch der Schalter für die Fußbodenheizung. Denn es gibt hier eine Fußbodenheizung. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Wir sind ja auch viel im Winter unterwegs, beruflich bedingt im Winter unterwegs, und da ist diese Fußbodenheizung wirklich ein absoluter Traum. Wie gesagt, funktioniert aber nur mit Landstrom. Was wir hier unten drunter noch haben, ist ein bisschen Werkzeug, aber in erster Linie ein Wechselrichter. Wir haben einen 2000 Watt Wechselrichter mit dabei, sodass wir hier eben auch 230 Volt Geräte laden können. Ob es meine Kaffeemaschine ist oder ob es unsere Laptops sind, das funktioniert eigentlich alles sehr, sehr gut. Die Sitze sind, ich würde mal sagen, okay. Es gibt hässlichere Sitze. Das Material ist auch, ja, soweit okay. Teilweise peelt es hier schon. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Das ist natürlich weniger schön. Und da hier sehr selten jemand sitzt, ist das einfach, ja, seht ihr, wie schnell das kaputt geht. Also es ist ja nicht kaputt, aber es peelt halt hier. Gut, das kann man sicherlich wegmachen, aber so ist es nun mal. Da gibt es sicherlich schönere Sachen. Auf der einen Seite ist es warm, Leder ist vielleicht ein bisschen kalt. Ja, also wie man es macht, man macht es falsch. Was wir hier haben, ist ein Ventilator. Wir haben jede Menge Ventilatoren bei uns. Der hier läuft über den Zigarettenanzünder. Wir haben also von dem hier, haben wir vier. Ich mache das mal eben an. Gibt drei Stufen. Das ist die niedrigste Stufe. Oh, sehr angenehm. Sehr leise. Das ist die zweite Stufe. Noch angenehmer, ein bisschen lauter. Und das ist die dritte Stufe, die angenehmste, die lauteste, aber laut ist auch relativ. Man kann die also aufstellen, das heißt, ich benutze das auch durchaus im Büro. Und dann kann man das hier klappen, so dass das wirklich gerade ist. Dann kommen die einmal verkehrt rum, einmal richtig rum rein. Und das bedeutet, ich kann dann auf der einen Seite Luft anziehen und auf der anderen Seite Luft wegnehmen oder umgekehrt. Wie haltbar dieses ist, weiß ich nicht. Das Zeugs hier kostet, weiß ich nicht, 29 Euro oder sowas. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Dann haben wir, wie gesagt, noch einen, noch mal so etwas in der Art, in der Größe hier, aber ohne Kabel, auch mit Akku. Dann kommen wir zur Küche. Sind wir sehr zufrieden mit. Das Teil hier könnte ein ganz klein wenig größer sein. Das hier könnte ein bisschen mehr flexibel sein. Das geht nämlich nur hoch und runter. Ich hätte gerne eins, was man rausziehen kann, um einfach hier auch ein bisschen besser zu arbeiten. Das geht also nur rauf und runter. Hier haben wir überhaupt gar keine Probleme mit, also weder, dass das hier irgendwie dreckig wird oder ich weiß nicht, ich sehe das manchmal bei anderen Campern, die sich hier darüber beschweren, dass das nicht richtig hält. Also wir
haben hier richtig Glück, das funktioniert. Wir haben hier hinten einen Halter, das geht ja wunderbar durch solche Haken hier. Ich glaube, das habe ich auch unten in der Beschreibung drin. Die klebt man nur vorsichtig, wenn man sie wieder abmachen will. Die kleben wirklich. Und da haben wir einige, hier hängt zum Beispiel eine Halterung dran. Zu Hause haben wir bei uns in der Küche auch eine Halterung. Hier im Bad haben wir auch noch mal so etwas gemacht. Da gibt es also die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ja, hier oben auch eine großzügige Klappe mit den typischen Silvi-Gläsern. Ich habe mich bei Silvi schon mal beschwert und deswegen kann ich das auch sagen. Die Gläser sind eigentlich schön, sind edel, sind toll, macht richtig Spaß daraus zu trinken. Aber das hier ist wirklich, da muss man so aufpassen, dass man da hier oben nicht gegenhaut oder das Ganze beim Spülen. Die Erklärung von Silvi war, sie müssen einfach die Gläser nutzen, die ihnen dort gegeben werden. Okay, ich finde, es gibt auch sehr schöne Gläser, die ein ganz klein bisschen kleineren Stil haben und ein ganz Stil, nicht Stil. Stil hat das, aber ich meine Stil. Und die vielleicht ein ganz klein wenig kleiner sind hier oben. Da sind wir sehr zufrieden mit dem Kühlschrank. Das sind, glaube ich, 80 Liter Kühlschrank. Wir haben hier oben ein Gefrierfach und das hier ist ein Weinkühler. Das ist übrigens ganz lustig zum Eierkochen. Hier gibt es verschiedene Lieder. Killing Me Softly ist, glaube ich, wenn das Ei weich gekocht ist. Und dann gibt es unterschiedliche Lieder für die unterschiedlichen Härtegrade von einem Ei. Der ist von Tedford. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ding. Und es ist im Grunde, hat es immer nur jetzt fast 4 Jahre lang auf dieser einen Stufe hier gehalten. Es hat 4 Stufen insgesamt. Und hat es 4 oder sind es 5? Wie viel sind es denn? 1, 2, 3, 4, 5 zählen, bis man kann. Es hat auch noch einen Nachtmodus. Da ist das Ganze dann nachher ein bisschen leiser. Aber das brauchen wir eigentlich nicht. Hin und wieder machen wir das. Aber ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal gemacht habe. Uns reicht die kleinste. Da können Eiswürfel gemacht werden. Alles ganz gut, alles geschmeidig. Dann haben wir hier noch eine kleine Klappe. Die hatte ich vergessen. Da sind hier Sachen vom Auto drin und so weiter. Diese Einheit kennt vielleicht auch jeder von euch. Diese Einheit hier gehört zu unserer Zusatzheizung. Sage ich gleich noch was dazu. Und das hier ist der Switch-On, Switch-Off für unseren Wechselrichter. Das Badezimmer haben wir gekauft, beziehungsweise das haben wir gar nicht gekauft, das war im Auto schon mit drin, aber das Auto haben wir gekauft, weil es ein Schwenkbad hat. Also das mit dem Schwenkbad, das finden wir wirklich sehr schön. Man hat hier eine tolle Kabine. Ich bin 1,90 groß. Hier oben haben wir eine Zwangsentlüftung. Ich bin 1,90 groß. Ich komme hier wirklich ganz gut mit zurecht. Wir haben 2 Auslassventile da unten. Ist also alles ganz geschmeidig und das ist sehr schön schnell mit dem Fließtuch abzuwaschen. Also auch der Magnet hier unten, der hält, da gibt es überhaupt gar keine Probleme. Also das ist im Grunde alles top. So, was ich schön finde, ist die Form des Waschbeckens. Sieht wirklich toll aus. Ist auch ein Kunststoff, aber wirklich sehr edel gemacht. Hier unten so ein bisschen glänzend, also wirklich ganz toll. Auch das funktioniert hier. So, wunderbar. Hier haben wir einen Schwenkhahn, ist alles ganz in Ordnung, aber hier ist diese Fläche. Das heißt, ich komme im Grunde mit meinem Kopf gar nicht über dieses Waschbecken, weil ich sofort da gegenstoße. Also das wird schwierig beim Zähneputzen zum Beispiel. Was wir dann machen, ist, dass wir das einfach ein bisschen drehen, dann habe ich hier etwas mehr von dem Becken und dann funktioniert das ganz gut. Oder wir benutzen eben das Becken an der Spüle. Ja, unsere Toilette, wir haben uns noch nicht für eine Trenntoilette entscheiden können. Allerdings, das ist eine Chemietoilette, hier war aber noch nicht ein Tropfen Chemie drin. Das, was wir hier hinten haben, das packen wir hin und wieder mal in den Abwassertank, falls wir länger stehen im Sommer und das so ein bisschen riecht. Ansonsten, was ich mache, ist, dass ich diese Neutralseife einfach 2, 3 Tropfen hier mit reingebe. Das ist auf der einen Seite ganz gut für den Geruch. Es ist innen auch ganz gut, weil Urinstein unter Umständen den Schwimmer dann irgendwann mal festsetzen kann. Und das wird durch diese Seife dann hoffentlich verhindert. Ich musste da nämlich schon mal drin arbeiten an dieser Kassette und weiß, wie das aussieht. Wir haben 2 von diesen Kassetten, also ich sag mal, wir sind Pi mal Daumen ungefähr eine Woche. Auch was das anbelangt, autark. Dann habe ich hier einfach ein paar Reste vom Gaseband dran gemacht, sodass wir das hier aufmachen können und haben dann hier auch einen Gaseschutz. Hier oben haben wir, wie gesagt, nochmal Licht. Das Licht können wir auch separat schalten. Einmal hier unten und einmal nur
von oben. Und wo wir beim Thema Licht sind, wir haben im Grunde überall, wo es dunkel werden kann in den Schränken, haben wir überall solche Bewegungsmelder drin. Das heißt, wir machen nachts hier das Licht nicht an, wenn jemand mal auf Toilette muss. Das gleiche gilt natürlich auch für die Schränke. Hier haben wir meinen Schrank und das sind Sachen, die eigentlich fast immer im Auto bleiben. Immer ein paar Schuhe im Auto. Ich habe mir übrigens ein paar Kleiderbügel gekauft, die, das sind so viele Kleiderbügel, viel zu viel, die kriegt man nur, glaube ich, im 150-Pack. Aber was ich sagen wollte, das sind Kleiderbügel, ich glaube, die sind von IKEA, die auch keinen langen Hals hier haben. Und das bedeutet, die Sachen hängen nicht so sehr auf dem Boden. Auch das hier ist IKEA, das kann ich nur empfehlen, diese IKEA-Boxen. Schaut mal in die Infobeschreibung, ich glaube, Links sind dort überall drin zu den Produkten. Aber das ist aufgeräumt, das ist toll, haben wir mittlerweile teilweise auch zu Hause. Hier haben wir noch eine Klappe, wo so Kleinkram drunter ist. Hier übrigens, das sind diese Klebehaken, von denen ich gesprochen habe. Und dann haben wir hier unseren Keller, wie wir ihn liebevoll nennen. Unser Weinkeller, unser Brotkeller. Hier bleiben die Sachen also wirklich sehr gut frisch. Hier ist eine Kaffeemaschine und hier unten geht es auch noch rein. Eigentlich reichlich Platz. Wir haben hier einen schönen Mülleimer. Man weiß ja immer nie, wohin mit dem Müll. Den kann man aufklappen. Also wirklich auch eine tolle Geschichte. Und Müllbeutel rein, wird dann vorne an den Eingang gehängt und dann ist das weg. Hier haben wir den nächsten Schrank. Da stapelt meine Frau übereinander. Vielleicht tun wir hier noch ein paar Regalböden rein oder auch irgendetwas zum Hängen. Das müssen wir noch mal ausdiskutieren. Haben wir in 4 Jahren nicht geschafft. Also wird es wohl so in Ordnung sein, schätze ich mal. Ja, was uns nicht gefallen hat zu Anfang, das war der Klavierlack. Mittlerweile haben wir uns dran gewöhnt. Ich finde so schönes Holz oder Holzimitat oder hier so diese Farbe. Das finde ich eigentlich fast ein bisschen schöner, aber ist so, wie es ist. Wir haben Platz genug. Wir haben so viel Platz, dass hier einige Schränke hier zweckentfremdet haben. Das zum Beispiel ist der Regler für die Solaranlage oben auf dem Dach. So, das sind hier diese Sachen, also wirklich sehr schön. Mit Hinterlüftung finde ich auch sehr gut. Und das sind diese Teile übrigens auch, wo ich sage, die gehen hin und wieder mal kaputt. Auch da habe ich schon das eine oder andere Mal ersetzt. Ja, wie man sieht, das Bett hier kann man klappen, hochklappen. Das wird dann hier mit so einem Sicherheitsgurt festgemacht. Warum das nur auf der einen Seite geht und nicht auf der anderen, das müssen mir die Designer sagen. Das geht zwar hier hoch, aber das war es dann auch schon. Auch über dieses Teil hier habe ich schon mal ein Video gemacht. Das ist unser Safe. Schaut es euch gerne mal an. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber hier kommen unsere Wertsachen rein. Blende das Video mal ein und dann sind auch die Wertsachen wirklich aufgehoben weg. Und es geht ja nicht darum, dass etwas nicht geklaut wird. Das kannst du eh nicht verhindern. Du kannst auch einen Einbruch nicht verhindern. Du kannst nur versuchen, es diesen bösen Jungs so schwer wie möglich zu machen. Und wir haben auch so einen kleinen Teppich, der einfach nur davor kommt, um das Auto vor Dreck zu schützen. Ja, und hier hinten seht ihr die Serviceöffnung. Und da muss ich sagen, da komme ich mit meinen Armen schon kaum ran. Das muss man also irgendwie anders, also innen rein, das muss man irgendwie anders lösen. Ich habe da jetzt einfach ein bisschen, weil der Deckel ja vorne liegt, der ist ja abgemacht. Und da habe ich jetzt einfach etwas Zewa oder irgendwas drüber getan, damit da jetzt keine Spinnen oder weiß der Teufel was reinkommt. Dann haben wir hier unten etwas, was da schon so ein paar einen Lüftungsschlitz hat. Und zwar haben wir hier unten unsere 2 kW Autotherm, glaube ich, unsere Dieselheizung. So, ich öle jetzt hier langsam. Wie ihr seht, ist wirklich sehr, sehr warm. Wir machen jetzt auch gleich Schluss. Die 2 kW Dieselanlage. Warum habe ich die reingebaut? Ich möchte ganz gerne im Winter auch mal oben in den Norden. Ich möchte mal Polarlichter sehen und dazu braucht man entweder jede Menge Gasflaschen oder eben eine Dieselheizung. Diese Dieselheizung als nachträglicher Einbau ist okay. Wir brauchen im Grunde keine Gasheizung, wir machen alles mit Diesel. Die Auslässe sind nicht die gleichen wie bei der Gasheizung. Also wir haben ja nach wie vor die Gasheizung. Das Gas macht auch das Wasser warm. Und wir kochen natürlich mit Gas und wir könnten auch mit Gas heizen. Wir können nicht gleichzeitig mit Gas und mit Diesel heizen. Das heißt, wir
heizen dann mit Diesel. Die Dieselheizung läuft dann. Das sind so Geräusche, ich möchte es nicht anmachen, weil man muss die dann ein bisschen anlaufen lassen, um sie dann wieder auszumachen. Und dann läuft sie nach und ich will den Wagen jetzt gleich wieder reinfahren. Also von daher mache ich die jetzt nicht an. Es sind Geräusche, mit denen man nachts leben kann. Also wir haben die Dieselheizung ja direkt bei uns unterm Bett. Das bedeutet, nachts ist es wunderbar warm. Hier vorne dafür nicht so warm. Es sind also einige Auslässe benutzt worden. Da ist vorher Gas durchgeflossen. Da fließt jetzt Diesel durch, beziehungsweise die Wärme. Und wir brauchen natürlich noch die Auslässe für Gas. Also wir haben 2, 3 Auslässe für die Dieselheizung und die restlichen Auslässe sind für die Gasheizung. Auch im Bad zum Beispiel ist der Auslass für die Gasheizung. Also das muss man wissen, wenn man sich so eine Heizung nachträglich einbaut. Aber wenn wir im Winter unterwegs sind, dann nutzen wir doch sehr häufig die Dieselheizung. Das macht uns ein bisschen unabhängiger vom Gas. Ein Fazit, Daumen hoch, Daumen runter. Ich habe ja ein paar Sachen gesagt, die mir nicht so gut gefallen haben. Und mehrheitlich muss ich sagen, gefällt uns dieses Auto wirklich toll. Mein momentanes Lieblingsauto ist der MLT 570 von HEMA. Grüße gehen raus an Timmy in diesem Fall. Aber wir sind mit diesem Auto hier wirklich zufrieden. Die Farbe ist toll. Wir kommen durch jede Gasse damit. Wir sind nicht zu breit. Wir fallen nicht zu sehr auf. Wir haben innen drin auch ordentlich Platz. Natürlich müssen wir ein bisschen Tetris spielen, wenn der eine im Gang ist und der andere durch will. Aber das ist, glaube ich, normal für diese Größe. Wir haben ein Badezimmer, wir haben ein Schlafzimmer, wir haben ein Wohnzimmer. Wir sind autark, wir haben Wasser an Bord, wir haben eine Toilette an Bord, wir können duschen. Also was wollen wir letztendlich mehr? Wir sind sehr zufrieden mit dem Auto. Wir haben auch gelernt, dass wir in diesem Auto eine ganze Zeit lang uns aufhalten können. Denn wir sind ja im Winter in den letzten Jahren häufig unten im Süden über einige Wochen. Und wir sagen immer, überwintern ist nicht übersommern. Das heißt, es ist nicht so, dass ihr einen schönen, lauen Winterabend irgendwann im Dezember oder im Januar unten habt in Südspanien oder gar in Marokko. Ja, das war in der Wüste sehr warm. Da hatten wir teilweise sogar 25 Grad tagsüber. Aber ab 18 Uhr verschwindet jeder in seine Autos. Im Sommer, klar, da ist man mehrheitlich draußen und schläft einfach nur drin. Aber wenn man überwintert, dann ist man doch länger im Auto, als dass man vor dem Auto ist. Was hat das Auto gekostet? Ich glaube, wir waren bei ungefähr 67.000, als wir es gekauft haben. Da war schon die Markise mit drauf, da waren schon die ersten Solarplatten mit drauf. Allerdings noch keine Lithium, sondern AGM-Batterie. Wir dürfen jetzt alles in allem, ich möchte das gar nicht so laut sagen, aber ungefähr bei 80.000 liegen. Nicht, dass meine Frau das jetzt hier hört und mich dann schimpft. Also wir haben ja doch einiges hier reingebaut. Das war sehr teuer, aber alles davon ist zweckmäßig. Manches sieht auch gut aus. Es braucht nicht jeder das, was wir brauchen. Und von daher sind wir so mit dem Auto ganz zufrieden. Wie gesagt, es kommt jetzt noch faltbare Solartasche dazu und den Schwerlastauszug hinten für die Garage. Und dann sind wir eigentlich durch. Und durch sind wir auch mit diesem Video. Es war jetzt wirklich ein sehr langes Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es interessante Informationen gab, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Servus, ciao.